Kurz vor Weihnachten sollte man ja immer etwas ausmisten, damit das alte Spielzeug weg kann und was Neues kommen kann. Und was mit dem alten Gedöns passieren kann, das sehen wir jetzt. Was wie ein richtig schlechter Werbeslogan klang, ist aber gar nicht mal so weit hergeholt, denn ich habe heute im Adventskalender natürlich wieder etwas von Freebooters Fate. Und zwar die Vogelscheuche. Die Vogelscheuche ist ein Modell für die Schatten. Die Schatten hatte ich ja im Adventskalender ja auch schon vorgestellt, also die neue Fraktion für Freebooters Fate. Und die Vogelscheuche ist in der Tat ein interessanter Spezialist, der ein, zwei Spielelemente mitbringt, die ich mega interessante finde. Also eigentlich hauptsächlich ein Spielaspekt. Als allererstes gehen wir mal auf die Figur ein. Die Figur besteht aus relativ wenig Teilen, also wir müssen im Endeffekt nur die Arme rankleben und dann den Körper auf die Base rauf machen. Das ist eigentlich kein Problem. Man, ja, da die Sense doch ein relativ starkes Eigengewicht hat, sollte man überlegen, entweder zu stiften. In meinem Fall hat Aktivatorspray tatsächlich sehr, sehr gut geholfen, denn wie gesagt, durch das Eigengewicht, ja, Aktivatorspray ist in dieser Hinsicht immer mein Freund, gerade wenn ich die Sachen schnell für die Sendung fertig machen möchte. Vom Design her muss ich sagen, ja, da musste ich am Anfang zweimal hinschauen, um zu erkennen, was was ist, ne? Also sind das jetzt die Tentakeln, die irgendwie die Sense halten? Es ist irgendwie schon ein bisschen seltsam. Bei genaueren Hinschauen sieht man, dass es keine Tentakel sind, sondern tatsächlich diese magischen Nebelschwaden, die sich um Holzstücke, um Holzreste, um ein Steuerkreuz, um ein paar Metallreste, also um Gedöns im Endeffekt herumwabert und das irgendwie magisch zusammenhält mit einem Tuch und so einem komischen Kopf damit dran. Bei dem Kopf war es ganz lustig, als ich bei den Freebooters Fate war, also als die bei der Spiel ihren Livestream hatten und ich war da zu Gast, da habe ich mit der Vogelscheuche gespielt und habe mich gefragt, so, hey, wo ist denn da der Kopf? Und dann meinen sie, ja, der Kopf, das ist dieser Sack, dieser genähte Sack, der mit irgendwie mit Stroh gefüllt ist. Da meinte ich, ach, wie bei einer Vogelscheuche. Und dann meinten die, ha, ja, ich bin manchmal ein bisschen langsam. Naja, auf jeden Fall, dass das aus Gedöns besteht, das hat auch einen Grund, denn diese Figur ist ein Konstrukt, ein magisches Konstrukt, beziehungsweise es nennt sich tatsächlich auch einfach nur Schattenkonstrukt, genau. Und das ist eine besondere Fähigkeit tatsächlich der Vogelscheuche, weshalb ich sage, die sollte auf jeden Fall jeder Spieler der Schatten mitnehmen. Denn das Schattenkonstrukt, das hebelt ein kleines bisschen die Regeln für die Schemen aus. Also ich hatte, als ich euch die Starterbox von den Schatten hier im Adventskalender schon mal gezeigt habe, habe ich davon geredet, dass die Schatten, wenn die getötet werden, die Figuren, dann werden sie zu Schemen. Und Schemen können sich wieder verbinden zu neuen Figuren. Also zwei Schemen werden zu einem Gefolge und drei Schemen können zum Beispiel zum Spezialisten werden. Wenn die Vogelscheuche stirbt, dann wird sie auch zu einem Schemen. Aber wenn die Vogelscheuche gestorben ist, braucht es nicht zwei, beziehungsweise drei, weil es ist ein Spezialist, braucht es nicht drei Schemen, um zur Vogelscheuche zu werden, sondern es braucht einen einzigen Schemen und der muss einfach in Verbindung oder in Kontakt mit Gedöns kommen. Gedöns ist eine Geländeeinheit bei Freebooters Fate. So kleines Geröll, kleine Geländehindernisse, ja, sowas wie Fässer oder irgendwie kaputte Kisten, wirklich kleine Geländestücke, die nennen sich dann halt Gedöns. Und dann reicht es, wenn dieser Schemen in Kontakt geht mit diesem Gedöns, der Schemen und das Gedöns werden aufgelöst und dann wird da eine neue Vogelscheuche hingestellt. Also man braucht gar nicht so viele Schemen und das ist eine Spielmechanik, die Vogelscheuche extrem interessant macht, weil im Endeffekt kann man, wenn sie kaputt geht, 1:1, solange es noch Gedöns auf dem Spielfeld gibt, kann sie mal 1:1 wiederkommen, ohne dass man Schemen verliert. Natürlich, jedes Mal, wenn sie wiederkommt, gibt es Siegespunkte für den Gegenspieler, aber das finde ich, ist mega interessant. Bei unserem Demospiel habe ich sie zum Beispiel anders eingesetzt, als ich sie einsetzen sollte, weil sie ist relativ stark im Nahkampf, ne? Hat eine Stärke von 7 mit ihrer Sense, kann dementsprechend auch gute Runde ausholen. Wenn man sie noch mit Schattenenergie boostet, dann kriegt sie Stärke plus 2, also kann sie mit Stärke 9 im Nahkampf zuhauen, das ist schon einiges. Aber ich habe sie nach vorne geschickt und mein Gegner hatte richtig viel Angst vor der und hat all sein Feuer auf die Vogelscheuche konzentriert, hat sie 2 oder 3 Mal kaputt gehauen und ich habe sie immer wieder geholt, weil da ganz viel Gedöns war.
Klar, das Gelände verschwand dann irgendwann komplett, aber er hat sein Feuer darauf konzentriert und ich konnte hinter seinem Rücken, weil er keine Aktion dann mehr hatte, keine Aktivierung mehr, konnte ich hinter seinem Rücken mir das Missionsziel mit anderen weniger starken, aber dafür schnellen Einheiten klauen. Und das fand ich, war eine mega spaßige Sache. Und das ist auch, glaube ich, neben der Tatsache, dass die Vogelscheuche so extrem stark ist, die baut tatsächlich durch die Stärke enorm Bedrohung auf. Vor allem, wenn man sie noch in den Widerstand, also man kann den Widerstand von 2 auf 4 noch boosten mit der Schattenmacht. Das ist nochmal ein weiterer guter Punkt. Also man kann sie gut als Rambo einsetzen, aber sie kann auch gut fressen. Hat nur 8 Lebenspunkte. Man sollte ja so einen hohen Widerstand geben und hat auch nur einen Moralwert von 5, aber das ist bei allen Schatten ja gleich, dass die nicht wirklich moraltechnisch wirklich stark sind. Ne? Die Sense kommt natürlich auch nicht von ungefähr, denn dieser Schemen, der zur Vogelscheuche wurde, hat offensichtlich Mido Amori gesehen. Also ihr kennt ihn vielleicht von der Bruderschaft. Das ist dieser Typ, der auf den Stelzen steht und diese riesige Sense trägt und so einen Vogelschädelschnabel hat. Den hat er offensichtlich gesehen und hat versucht, seine Form nachzumachen. Hat nicht ganz funktioniert. Und wenn die beiden zusammen auf dem Spielfeld sind, dann sind sie ziemlich böse aufeinander. Ein böser Zwilling ist dann ja, wenn dann die gleichen auf dem Spielfeld sind, dann machen sie mehr Schaden gegeneinander. Gucken, tut mir leid, ich habe die Regeln gerade nicht da. Ich bin so schlecht vorbereitet. Aber man kann ja auch nicht alle Regeln kennen von allen Spielen, nicht wahr? So. So, und weiter ist es noch interessant, dass diese Figur tatsächlich, weil sie nicht nur ein Konstrukt ist, sondern sie ist auch ein Schlagschatten. Schlagschatten bedeutet, dass sie als Geländestück zählt. Das heißt, wenn eine freundliche Figur mit ihr in Kontakt ist und beschossen wird, kriegt sie Deckung. Im Nahkampf zählt das nicht als verteidigendes Hindernis, aber es ist im Endeffekt keine laufende Figur, sondern ein laufendes Geländestück. Das aber, und das ist wieder interessant, nicht durch Fähigkeiten betroffen wird, dass die Geländestücke wegräumen, wie zum Beispiel das Sprengen. Das trifft auf diese Figur nicht zu. Die Vogelscheuche liegt bei 75 Punkten und ich bin der Meinung, dass jeder Schattenspieler die definitiv einsetzen sollte oder braucht bei sich. Je nachdem, was dann noch so rauskommen wird, aber die Vogelscheuche finde ich bisher spielerisch sehr, sehr interessant. Vom Design her muss ich sagen, könnte es sein, dass es nicht jedem gefällt. Aber je mehr ich sie mir anschaue und je mehr ich verstehe, was bei dieser Figur funktioniert, desto mehr kann ich mich mit der Figur anfreunden und desto mehr mag ich sie auch. Vor allem liegt sie auch sehr schwer in der Hand, also allein das gibt ja schon eine gewisse Wertigkeit. Aber nein, es ist eine gute Figur, man muss nur erstmal durchblicken, wenn man sie grundiert hat, was überhaupt zu sehen ist. Ich finde, das ist bei auf dem blanken Metall relativ schwierig. So, aber das war jetzt meine Meinung dazu. Was haltet ihr von der Vogelscheuche? Ist die interessant für euch? Würdet ihr sie einsetzen bei den Schatten oder habt ihr eine andere Idee, wie ihr die Schatten im Endeffekt einsetzen würdet? Oder ist es überhaupt nichts für euch? Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ihr wisst aber ganz genau, richtig nett sein. Sonst gibt es Krav Maga für alle und die Vogelscheuche kommt und das kann keiner wollen. Macht's gut. Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an.